Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Yonder. Sollte das werden. Wir brauchen immer noch Steinbogen und Steinsäule und zwar so viele, dass ich mich nicht mehr halten kann. Und ich weiß nicht mehr, welcher Händler das war, der das verkauft hat. Man kann das auch, glaube ich, nirgendwo einsehen. Zumindest bin ich mir nicht bewusst dessen. Wir wollen aber mit Rex erstmal rüber auf die Insel fahren. Wir können theoretisch das Wolkensegler-Ding auch schon am Palast hier anbringen. Dann sind wir es los. Habe ich es denn eigentlich noch im Inventar? Das wüsste ich jetzt gar nicht. Wir wollen aber erstmal zum einen ganz viele Samen verteilen. Wo wir können. Hier war ich schon. Dort können wir zum Beispiel nicht. Hier auch nicht, ne? Aber hier irgendwo ist diese Sonnenblumen. Sonnenblumen, Gott, manchmal, wenn ich so geistig abwesend bin, ne? Sonnenbrillen. Dings. Und da wollen wir hin, genau. Um die Sonnenbrillen abzugeben. Dahin leuchtet er schon. Ich gehe bloß hier so ein bisschen besoffen hin und her. Weil ich immer hoffe, dass ich irgendwas zum Einpflanzen finde. Hier ist auch eine Düsternis, aber ich glaube, die waren hier alle sehr teuer, ne? Oh, die können wir uns leisten. Da oben habe ich gerade erspäht ist eine Küste. Hämmern. Wartet mal. Ist das klug, das wegzuhämmern? Gerade noch nicht, oder? Aber wie. Ja, lass mich doch mal auf die Kiste steigen. Wir müssen eher hier hoch. Warte mal, hier. Und da. Und Hips. Und dann haben wir einmal diese drei Kronendinger. Und Wasser und Gras. Okay. Und jetzt können wir die Kisten kaputt machen. Und auch nochmal diese Gelddinger. Davon können wir im Schneiderdorf eine sehr coole Groffelmaske und einen Groffelrucksack holen. Und das will ich unbedingt haben, weil das so cool aussieht. So. Da geht nichts. Was ist denn hier los? Ich habe in Erinnerung, dass wir ultra viele Bäumchen pflanzen können. Jetzt finde ich hier gerade keine einzige Stelle mehr. Na, Steine, ne? Hier unten endlich mal was. So. 27 können wir hier insgesamt irgendwo hinsetzen. Man sieht es aber auch hier echt kacke durch den Sand, ne? So. Jetzt aber hier hoch. Der Kollege braucht drei Sonnenbrillen. Ja. Shades. Wow. Du brauchst mehr als drei Sonnenbrillen. Vielen Dank für deine Gabe. Jetzt kann ich zu jeder Tageszeit unterwegs sein. Worauf wartest du noch? Lass uns gehen und sehen, was wir entdecken. Sehr gut. Dann haben wir 14, wenn mich nicht alles täuscht, ne? So. Das ist aber kein Zelium, ne? Wartet mal, haben wir das eventuell hier drin? Hier sind nur Sternbilder. Wie viele fehlen uns denn eigentlich? Es waren 26, also 12 fehlen uns noch. Fische habe ich mir jetzt noch nicht so viel Mühe gegeben. 5 Tiere brauchen wir noch und 3 Sternzeichen. Wir gucken mal kurz ins Inventar, was wir übrigens mal eine Runde sortieren. Ist das die? Nee, die ist es. Ach, Eva oder Eva, wie auch immer. Wir haben auch gar keine Zelium mehr, sodass ich auch nicht weiß, wie die aussehen. Wir haben die Samen, aber das nutzt mir überhaupt nicht. Warte mal, wir haben irgendwo das Rezept, Zeliumsamen herzustellen. Ist das hier? Hier. Stein und Zeliumblume. Und so was Blaues? Sind das diese blauen Blumen, die wir überall gefunden haben? Hm. Davon gibt es ja jede Menge. War ich jetzt so drauf eingeschossen, dass ich nicht weiß, was das für Blumen sind? Dass ich die komplett missachtet habe. Ha. Müssen wir auf jeden Fall, wenn wir zurückkommen, jetzt bin ich ein bisschen geschockt, deswegen bin ich so ruhig. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wenn wir zurückkommen. Ja.
Oh, hier ist wieder so ein Geistdingsbums. Was sollen wir hier machen? Zeige mir, dass du es ernst meinst. Die heute gepflanzten Samen bringen ein besseres Morgen. Pflanze Bäume. 5 geht zurück zu Steiner Weisheit. Hätte ich eher finden sollen. 1. 2. Hier ist keiner, ne? Nee. Aber dort. Na gut, hier ist ein recht weitläufiges Gebiet, wo wir das alles machen und finden können. Obwohl ich echt in Erinnerung hatte, dass es mehr Stellen sind. Aber solange wir hier in der Gegend die 5 Stellen finden, bin ich schon glücklich. Ist ärgerlich, die könnte man schon längst haben, wenn ich nicht. Wenn ich das eher gemacht hätte, aber wir haben es halt auf dem Weg dorthin gemacht, ne? Naja, wir können es eh nicht ändern. Wir können nur diese kleine putzige Katze hier mitnehmen. So. Gucken wir weiter nach Pflanzstellen. Und mein Auge juckt. Moment. Ah. Das ist ein Würmchen, ne? Ja. Oder eine Raupe oder was auch immer. Hier haben wir auch nochmal eine Stelle, an der ich bestimmt schon war, denn dort hinten bei dem Typen war ich schon. So. Ich glaube, der hatte bei sich drin auch die Möglichkeit, was zu pflanzen. Deswegen gehe ich mal kurz zu dem rein. War es hinterm Haus oder so? Nee, war nur eine Truhe. Okay. Aber dann können wir auf jeden Fall die Sachen mit dem Stein schon machen. Ich gehe. Ah, hier ist auch noch was zum Pflanzen. So. Weil wir wollen ja immer so viel wie möglich haben. So. Ist der schon hier? Nee, der ist weiter hinten, ne? Ja. Ich gucke viel zu selten auf die Map unten, deswegen stelle ich immer so blöde Fragen. Am liebsten würde ich mit dem Boot zurückfahren, um zu gucken, ob das wirklich die Zeriumblume ist. Aber wir haben ja ultra viel Kleber immer gemacht. Das war die bestimmt. Boah, bin ich doof, ne? So, der Pfad der Weisheit ist offen. Jetzt könnte man theoretisch. Ah, welches war der andere, den wir offen hatten bei den Pfaden der Weisheit? Warte mal, wir gucken mal kurz auf die Map. Nee, halt, die Map. Stein der Weisheit. Der hier unten. Können wir mal quer über die Map reisen. Hier ist auch noch einer, den habe ich vielleicht noch nicht gesehen oder so. Oder ich wusste noch nicht, was ich tun soll. Und hier ist ja auch einer. Wer weiß, wer weiß. Können wir statt dem Boot das nächste Mal machen? So. Jetzt gehen wir aber. Wo? Oben drauf. Warte, ich komme, Mietz. Zack. Jetzt gehen wir erstmal das Segel wegschaffen, würde ich sagen. Und zur Not können wir auch nochmal. Was heißt zur Not? Wir können ja theoretisch auch nochmal in die Oase gehen, um dort auch nochmal ein paar Bäume zu pflanzen. Mehr ist dort ja anscheinend nicht. Entweder habe ich dort irgendwas verpasst oder schon zu früh was getriggert oder so. Aber auf der anderen Seite kann ich mir das beinahe nicht wirklich vorstellen, weil. Und was ist die Oase hier? Ist auf jeden Fall ein Wurm. Ist sie hier? Dann machen wir nämlich die Oase einfach zuerst. Und dann bringen wir zum Abschluss das Segel weg. Nee. Aber dort ist ja auch ein Händler in der Oase. Ich habe ja jetzt so viel Kohle. Hätte ich gar nicht gedacht. Am Anfang war das so schwer, sich was zu kaufen. Und jetzt kaufe ich mir random zwischendurch Planken, ohne dass ich es brauche. Wo wir gerade bei Planken sind, wir müssen auf jeden Fall noch Tröge und Tiergehege bauen, damit wir den Seidenfuchs uns holen können. Auf unserer Finster. Nee. Finsterbaum hatten wir ja schon. Oder Finsterwaldbaum, Dingsbums, ihr wisst, was ich meine.
Dort, wo der Seidenfuchs an der Seite ist, wo wir noch kein anderes Tier haben, weil ich noch kein anderes Tier entdeckt habe dort in der Nähe. So, hier ist nichts zum... Hier drüben ist was zum Pflanzen. Das... Hier ist ein Händler. Hallo! 5 von den Dingern für 500. Das klingt gut eigentlich. Habe ich denn auch noch Kartoffeln mit und so? Nee, ich habe nur die Beeren. Da müssen wir mal wieder ein paar von der Währung mitnehmen hier, damit wir wieder ordentlich scheffeln und einkaufen können. Das machen wir mal kurz, wenn wir... was war's? Ach so, 2500. Da haben wir sogar zu wenig mit. Oh nein. Aber guck mal, die Groffelmilch, die ist auch so teuer. Kann man theoretisch auch verscherbeln. Ich guck bloß mal grad. Ob ich es halt wirklich nicht mit habe. Hier, die Äste sind nicht gut. Stein. Nein, die Groffelmilch. Die merken wir uns kurz. Vom Gras können wir mal kurz wieder... Machen wir mal so. Damit wir wieder ein paar Plätze los sind. Ja, guck mal, die blaue Blume haben wir auch nicht mehr. Verdammt, habe ich mich selber voll verarscht. Okay, dann füllen wir den Rest mit Groffelmilch auf. Und zwar fehlen uns noch 1000, also 10 Groffelmilch. Wo sind sie denn? Auf jeden Fall erstmal 10. Nochmal 1000, also nochmal 10 Milch. Und jetzt noch 600, also 12, ne? So. Ich treibe euren Handel voran, ehrt mich dafür. Aber ich möchte gerne auch noch ein paar Bäumchen pflanzen. Hä? Ach so. Der hat einfach nur so komisch reflektiert, dass die Frau, wo ich immer irgendwas bestellen kann. Und hier können wir pflanzen. Da und da. Ich habe von meinem Blütenschweinchen zum Beispiel, glaube ich, noch keine einzige Blüte bekommen. Was, glaube ich, nicht daran liegt, dass es nicht möchte. Sondern weil halt immer der Eimer voll ist. Deswegen, also die Lootkiste. Deswegen muss ich mir da echt was einfallen lassen. Holz nimmt halt sehr oft viel weg. Aber naja, das kriegen wir schon hin. So. Und so. Hab ich hier zwischendurch jetzt das vergessen? Das ist der Turm. Sehen wir gleich. Ich möchte gerne gucken, ob ich da oben die Düsternis beseitigen kann. Ich befürchte fast, dass wir da 16 dafür brauchen und dass ich noch nichts ausrichten kann. Aber wir können es probieren, indem wir erstmal daran vorbeilaufen. Da hinten ist auch noch eine Düsternis. Dann probieren wir erst die hier. Oh, die geht schon. Und hier haben wir einen Baum zum Pflanzen und eine Kiste. 2 Bäume sogar. 3 Bäume, wow. Da. Ein Korallenblütensamen. Das klingt cool. Katze? Da oben? Ich sehe sie tatsächlich nicht. Aber sie klingt auch. Wir gucken mal, ob sie höher ist. Ansonsten springe ich. Sie klingt, als wäre sie dort oben irgendwo, finde ich. Oder hinter uns. Ich weiß nicht genau. Wir gucken mal, ob wir hier weiterkommen mit der Düsternis oder hoch oder so. Und wenn nicht, dann nicht. Wartet. Hier können wir auch schon ordentlich aufräumen. Erstmal gucken, ob wir hier Bäume pflanzen können. Glanzsand wurde von der Düsternis befreit. Okay. Ich glaube, kein Baum, wenn ich es nicht übersehen habe. Was ist hier? Du kannst den Glanzhof bauen. Wir brauchen Holz, ich fasse es nicht. Ah!
Ja, so viel zu. Dann hacken wir einfach ein paar Bäume weg. Hier können wir gar keine Bäume weghacken, weil das alles Bäume sind, die man nicht wegmachen kann. Yay. Kann ich das hier auch wegmachen? Nee, das ist die Alpha-Wand, die ich schon gestern, das nicht gestern, das letzte Mal schon nicht wegmachen konnte. Bäume zum Weghacken? 10 Holz? Nee. Den kann ich nicht hacken. Was soll ich denn da aber auch für ein Tier ranholen? Ich habe, glaube ich, bis hier, jetzt hier noch kein einziges Tier gesehen. Ha. Was sagst denn du dazu? Fenicorns kommunizieren durch Kuscheln. Ah, die. Die gibt es vielleicht nur in einer bestimmten Jahreszeit oder kommen die nur tags, abends, nachts? Keine Ahnung. Aber ich weiß, was Fenicorns sind. Das habe ich schon. Habe ich das in einem Trailer gesehen? Ich weiß gar nicht. Aber ich habe es auf jeden Fall schon gesehen. Dann müssen wir wieder hierher kommen. Warte mal, wir probieren jetzt mal, wie man Waren bestellt. Das muss doch irgendwie. Warum erklärt einem das auch keiner, wie das mit dem Bestellen geht? Vielleicht stelle ich mich auch richtig dumm an. Das kann natürlich auch sein. Hast du zufällig jetzt gerade Holz im Angebot? Nein. Hat er nicht nur meine eigenen Gegenstände. Sonst hätte ich jetzt ganz schnell 10 Holz bestellt, aber naja. Na gut, dann gehen wir das Segel abgeben. Und müssen hier beim nächsten Mal wiederkommen mit etwas mehr Holz in der Tasche. Oh, ich habe es für die Planken gegeben, ne? Holz. Unser ganzer Dingsbums ist voll. Unser ganzes Lager mit Holz. Naja. Was auch cool wäre, wenn das, was die produzieren, in ein Lager gehen würde. Also in das Lagerlager quasi. Und nicht erst in die separate Lagerkiste. Denn so muss ich halt jeden Hof immer wieder abgammeln. Oder wenn ich den Landarbeiter dazu verpflichten könnte, dass er. Warum habe ich denn das ausgelassen? Ja. Dass er die Waren, die produziert werden, einfach nimmt. Da oben ist diese Katze, an die ich nicht rangekommen bin, ne? Ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir bestimmt irgendwann irgendwie lernen, wie man fliegt oder sowas. Und dann. Ja, genau. Dann machen wir es genauso dumm wie gerade eben. Ja, ich will dich ja da runterholen. Aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Oh! Ich hab's geschafft. Es geht doch anscheinend. Es geht doch. Mehr mit Glück und Doofheit und Beschwerde als Können. Aber es geht. Guck mal, jetzt ist übrigens schon ein Baum gewachsen von denen, die wir gepflanzt haben. Ist das nicht cool? Und hier und dort vorn. Sind das überhaupt unsere Bäume? Ich bilde es mir gern ein, dass sie es sind. So, ich weiß auch gar nicht, wie viele Bäume noch offen sind. Gesehen habe ich nämlich, glaube ich, keine mehr. Aber auf der anderen Seite sind ja auch noch Dunkelheiten. Sind es noch Dunkelheiten da? Hier ist noch ein Baum. Tada. So. Drei sind noch übrig. Na toll. Aber das ist ja noch ein recht großes Gebiet frei zu dingsen. So, hallo. Nimm das. Du hast das Wolkenfängersegel. Fantastisch. Geh die Treppen hinauf und bring das Segel an. Oder die Segel. Das machen wir gleich mal. Ah, hier. War bestimmt auf der anderen Seite auch und ich habe es noch nicht gesehen. Yay! Der erste Schritt, um
das Wolkendingsbums fertig zu machen. Das namensgebende Teil für dieses Spiel. Jetzt brauchen wir noch das Arcadia-Eis und irgendwas, was ich noch vergessen habe. Wir fahren aber dieses Mal nicht mit dem Schiff zurück, würde ich sagen. Sondern wir gehen beim hellerlichten Tage nochmal die Strecke hier abfinden, eventuell noch ein paar Plätze zum Pflanzen. Und dann gehen wir durch diesen Stein der Weisen. Hier ist noch was zum Pflanzen. Und kommen dann bei unserer anderen Stelle wieder raus. Dann können wir eventuell... Ne, ich muss ja erst diese Zerium-Dinger sammeln, ne? Aber die wachsen ja überall im Gebiet, hätte ich gedacht zumindest. Zwei fehlen uns noch. Passiert was Besonderes, wenn ich alle gepflanzt habe in einem Gebiet? Ich bezweifle zwar, dass ich genau die zwei jetzt finde, die fehlen. Da steckt schon eine Pflanze drin. Und ich will auch nichts mit euch im Gepäck zu hart suchen, weil ich mir vorstellen kann, dass es Interessanteres gibt. Aber wenn wir jetzt zufällig da vorbeigelaufen, dann hätte ich was gepflanzt. So. Habe ich schon gesagt, wir gehen erstmal hier rein. Dann kommen wir nämlich in das Geister-Dingens. Und dann können wir theoretisch durch die Schnute wieder rausgehen. Und dann muss ich auch mal die anderen Stein der Weisen Dinger angucken. So, erstmal hier. Und ein bisschen sicheln müssen wir auch. Wir haben nämlich ordentlich verbraucht an Samen. Kommen auch gleich wieder ein paar gut geschrieben. So, und dann muss ich gucken, wo diese Blumen sind. Die sind hier alle eigentlich überall verstreut in der Gegend gewesen. Diese blauen, die wir auch zu Hause dort haben, wo wir herkommen. Natürlich sind die jetzt gerade nicht hier, ne? Ansonsten beame ich mich halt echt arschglatt nach Hause und sammle die dort erstmal. Wir brauchen die ultra viel, auch für Kleber. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass wir für Kleber diese Blumen verwenden. Ich habe mich in irgendeiner Folge übelst aufgeregt, als ich die Samen brauchte für irgendeine Quest. Ich weiß es gar nicht mehr, für welche. Ich glaube, die mit dem Mottentempel. Da habe ich mich ja so voll aufgeregt, wo diese verdammten Zeriumblüten-Dinger immer hingehen. Und dann habe ich fröhlich nebenbei die ganze Kleber gemacht. Kurz mal einen Schluck trinken. So. Immer her damit. Immer her damit. Und dann packen wir wieder einen riesengroßen Stack Holz ein, falls wir den nämlich brauchen. Sobald wir bei unserer Farm sind, meine ich. Das ist ein ultralautes Geräusch, das, ne? Wo geht's denn nach Hause? Ich setze mal kurz den Hof als... Da lang. Als Richtlinie hier. So. In der Hoffnung, dass wir an diesen Blumen halt vorbeikommen. Denn ich bin mir echt hundertprozentig sicher, dass diese blauen Blumen da überall gewachsen sind. Und mich würde so interessieren, ob die das sind. Und eigentlich ist die Folge auch schon längst vorbei. Aber ich möchte das vorher geklärt haben. So, wir brauchen das alles. So, das auch. Und das.
Ich finde das auch schön, wie abends mal die Grillen zirpen und sowas. Das ist toll. Ich habe halt überlegt, ob ich bei dem Hof schon war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da schon war. Genau jetzt ist diese Blume nicht da. Oder wächst sie nur zu einer bestimmten Jahreszeit? Ist nur Gras. Das gibt's doch nicht. Wir müssen nur eine dieser Blumen finden. Nur eine. Aber wenn wir einmal hier sind, gehe ich mal kurz zur Farm. Da. Oder? Ja. So, wir haben sie geschnappt und wir gucken. Inventar. Wo ist sie hin? Da. C-Jungblume, tatsächlich. Ich raste aus. Ich raste aus. Das ist die C-Jungblume. Das heißt, von der müssen wir also auch wieder sehr, sehr viele sammeln oder sehr viele kaufen. Falls uns die irgendjemand andrehen will, mitnehmen. So, das Ding ist hier schon wieder ratzevoll, ne? Machen wir nochmal schnell leer hier unseren ganzen Kram. Den möchte ich hier lassen oder die Samen. Den Regenmantel möchte ich immer noch mitnehmen. Theoretisch braucht man die Milch auch nicht unterwegs, ne? Den Stack Gras können wir hier lassen. Ist noch ein Stack Gras. So. Eigentlich habe ich es ja sortiert gehabt. Warum? Ah, jetzt. Dann hier Äste. Lass mal hier. Ich habe einen Stack Holz mitgenommen. Beziehungsweise wahrscheinlich bräuchte ich mehr. Denn. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte, weil ich total vertieft war. Das bleibt und das bleibt und das bleibt hier. Vielleicht sollte ich nebenbei mal kurz craften. Und zwar, wir craften. Tiergehege klein. Dafür brauchen wir den Kleber. Ach, ich habe jetzt so wenig Cäium. Ah! Eine kann ich machen, eine Kleberdosis. Davon habe ich aber absolut nichts. Dann habe ich den Holzbalken gemacht, ist der Kleber schon wieder weg. Ah. Wir können aktuell ja gar nicht wirklich craften. Brauchen aber sehr viel Holz immer am Start. Deswegen nehme ich es vielleicht doch mit. Ich weiß nicht, ob wir die Stöcker genauso brauchen, aber ich glaube fast nicht. Ich nehme mal zwei Stacks an Holz mit. Und ich glaube, guck mal, wie viele Kartoffeln wir haben. Wir nehmen mal die Kartoffeln als Zahlungsmittel mit. Hier haben wir auch noch Kräutersamen und so. Nochmal kurz sortieren hier. Dann haben wir drei Stacks Holz, das da. Dann können wir hiermit bezahlen. Wir haben Kartoffeln zum Bezahlen. Das sieht gut aus. So machen wir das. Ich glaube, die Sonnenbrille braucht man erstmal nicht mehr, ne? Ich glaube, die Sonnenbrillen-Quests waren erledigt. Deswegen würde ich die auch erstmal ablegen wollen. Ich bin sehr gezeichnet von dem Moment, als damals plötzlich da stand. Das. Hier ist auch noch so eine Zehenblume. Das nichts mehr in unserem Inventar passt. Wir können ja auch mal ins Dorf gehen und gucken, ob die Zeriumblumen verscherbeln. Ich habe ja, warte mal, wir suchen mal kurz den Stein, den wollte ich auch suchen. Wartet mal. Nee, nicht wartet mal. Wisst ihr was? Wir machen jetzt an der Stelle eine Aufnahmepause, sonst laufe ich hier die ganze Zeit weiter rum. Hier kann ich was pflanzen. Das machen wir noch schnell. Und was habe ich da für drei Stück im Inventar gerade? Warum habe ich denn die. Hä? Hab ich die Samen gar nicht abgelegt? Ich verstehe es manchmal echt nicht.
Aber liebe Leute, während ich jetzt dieses Gras hier sichel, sage ich euch, dass wir die Folge beenden, sobald ich das Gras fertig gesichelt habe. Und wir einfach beim nächsten Mal wieder loslegen, wenn es wieder heißt Let's Play Yonder The Cloudcatcher Chronicles. So, jetzt aber gut. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.